War ein schönes Screening. Ihr seht, wir haben uns da was einfallen lassen, passend zum Thema, weil es geht heute Abend um Fußball. Dieses Ding hier. Und ich glaube, es ist das spannendste Screening, was ich persönlich jemals hatte, weil zeitgleich läuft das Champions League Halbspiel, das Hinspiel, Rückspiel. Ich bin so aufgeregt gegen Real Madrid, die letzten Minuten. Und ihr seht, ja, ich bin 2-1 für Real Madrid, leider. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Hauptpunkt. Fußball meets Film at genau. Dogfest München. Das hat ja Tradition. Es gibt immer wieder mal Fußballfilme beim Dogfest München. Es gibt sozusagen auch eine inoffizielle Sektion Dogsport beim Dogfest, könnte man sagen. Und jetzt habt ihr gerade einen ganz tollen Film gesehen. Ich habe mich sehr gefreut, diesen Film anzugucken, auch schon öfters gesehen jetzt. Und freue mich jetzt auf das Gespräch und wollte nochmal kurz sagen, der Kreis schließt sich, denn ich bin war selber professioneller Amateurspieler in der Jugend, war selber Nachwuchsregisseur sozusagen, habe an der HFF studiert und habe selber mal einen Film gemacht, sogar mit Philipp Lahm, also auch Thema Fußball, und irgendwie schließt sich hier der Kreis und es freut mich total, dass wir jetzt gleich über den Film sprechen werden und würden dazu gerne wen auf die Bühne holen. Genau, jetzt musst du mal mein Mikro nochmal halten, das andere, wir haben ziemlich viel Zeug dabei. Genau, wir sind jetzt gar nicht so sicher, wer alles da sein sollte. Und zwar müsste da sein Daniela Hüller. Ist das richtig? Bitte komm auf die Bühne. Applaus, Applaus. Dann müsste Kilian Friedrich da sein. Ist der da? Aha, Applaus, Applaus. Kommt hier hoch. Ich gehe hier rechts. Genau. Genau, kommt doch in die Mitte. Nee, also, ich würde sagen, eher in die Mitte. Genau, wir es versucht. Die Doppelmoderation ist auch unsere Premiere, deswegen, ja. Genau. Und dann, glaube ich, müsste die Hanna Jandl da sein. Die ist Indira Geisel. Gut, da müssen wir jetzt nämlich nochmal rekapitulieren, zu welchen Filmen ihr gehört. Kommt alle ein Stückchen nach vorne, nicht so nah an die Leinwand. Genau, das ist so, sieht man euch besser. Genau, Indira, sag doch nochmal. Kommt noch jemand? Okay, ihr seid genau. Jana Handel und Hanna Jandl. Nee? Katharina Schneckenbühl. Kommt hier einfach mit in die Mitte. Genau. Okay, also uns wurden ganz andere Informationen gegeben, aber das kriegen wir jetzt schon hin. Also jetzt machen wir nochmal der Reihe nach. Genau. Stellt euch doch einfach der Reihe nach vor und sagt doch vielleicht nochmal, welcher Verein und wie der Film hieß. Einfach ein bisschen nach vorne kommen, nicht so an die Leinwand drängen, genau. Genau, hallo, ich bin Katharina Schneckenbühl. Ich habe mit Hanna Jandl zusammen den Film gemacht für FC Espanyol. Zoom heißt der Film. Genau, mit das ist zwar hier in München, ne? Genau. Bravo, bravo, genau, Applaus. Ja, ich bin Anna-Maria Dutoit. Ich habe mit Louis Dickhout und mit FFC Wacker den Film Wacker gedreht. Wacker, genau. Okay, wunderbar. Ich habe mit Samuel Zerbat zusammen den Film vom SV Weinberg, den Miteinander-Reden-Film gemacht. Miteinander-Reden, okay. Hallo, ich habe den Film Voi gemacht über die Blindenfußballmannschaft in Ingolstadt. Mhm. Genau. Und ich heiße Kilian. Ja, danke. Ich heiße Daniela Magnani-Hülle und ich habe mit dem Makito Kumazawa den Film über den TSV Maccabi gemacht, der hieß Rauswachsen. Genau, der ist auch Münchner Verein. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Genau, das hat, wir sind jetzt überrascht, das ist doch super, ihr seid viele. Ja, Emre. Also ich würde Passabola, soll ich dir den? Ich würde jetzt als Überleitung, wir haben zwei Bälle mitgebracht und als Überleitung Thema Fußball, das ist ja, also oberflächlich betrachtet das Thema. Es gibt natürlich viele andere Themen in den einzelnen 11 Episoden, aber der Ball, es geht ja hauptsächlich um den Ball, darum dreht sich alles. Und das ist das Schöne. Und als kleine Anekdote, es ist wirklich so, egal wo ich war auf der Welt, war jetzt nicht überall auf der Welt, ob jetzt sozusagen in Bayern, in Berlin, in Frankreich oder in Indien, man braucht wirklich nur diesen einen Ball und kann zusammen spielen und Spaß haben. Oder diesen Wollknäuel. Ja, schaut euch mal diesen Wollknäuel an und damit kann man auch spielen. Und das wäre sozusagen eine Einstiegsfrage, wie euch das so ging mit dem Thema. Hattet ihr einen Zugang zum Fußball spielen? Und wie ging es euch dann beim Dreh?
Genau, ihr müsstet jetzt das Mikro einfach immer so ein bisschen durchgeben. Genau. Das wäre super. Wer würde denn gerne? Wer möchte denn sagen? Starten und was sagen? Der das Mikro hat, muss anfangen. Ich glaube, mir wird das Mikro gegeben, weil ich die Einzige bin, die Fußball. Nee, stimmt nicht. Du spielst auch Fußball. Aber genau. Okay. Ja, der Bezug zum Ball. Also ich fand ganz toll, dass es eben so ein Sport ist mit sehr geringer Hürde mitzumachen, weil man braucht nur einen Ball und man braucht nur ein Tor. Und ich habe mich dementsprechend auch sehr gefreut. Also uns wurden die Teams so wie so zugelost. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir das Inklusionsteam FC Espanyol bekommen, weil es gerade da dann für mich darum ging, einfach, also dass man gerade damit mit diesem Team zeigen kann, dass es einfach nur ums Kicken und um den Spaß daran geht und dass das so offen ist für alle, die einfach Lust darauf haben und dass man ja da ganz viel machen kann. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie ging es den anderen? Vielleicht hatte jemand ja gar keinen Zugang zu Fußball oder hat selber überhaupt nicht gespielt. Wie war das dann für euch, der Einstieg? Ja, ich habe nicht Fußball gespielt und ich war auch noch nie im Verein. Und ich hatte schon ein bisschen Respekt davor, weil unsere Mannschaft eben auch, also es ist noch Amateurfußball, aber es geht Richtung Leistungsfußball auf jeden Fall. Und ich fand aber, also ich glaube, die ersten Male hatte ich schon ein bisschen Angst, dass ich mich entlarve, aber ansonsten fand ich eigentlich, dass man ja eben genau eigentlich so viel über so viele andere Sachen in Kontakt tritt und ja auch so viele andere Sachen dann so bemerkenswert findet, unabhängig vom Fußball quasi, sondern auch eben, ja genau, zum Beispiel der Zugang zum Thema Leistung. Mhm. Danke. Ich sage ganz kurz, also ich fand, glaube ich, besonders interessant, dass so junge Leute so eine Aufgabe haben. Also bei unserer Mannschaft, die waren zwischen zwei sehr wichtigen Spielen und die haben uns echt ganz schön ignoriert, weil das sehr, sehr wichtig war, was deren Aufgabe ist in diesem Moment. Und also gerade bei jungen Frauen in dem Alter, ja, fand ich das irgendwie sehr beeindruckend, dass es so gar nicht so sehr jetzt um deren Dynamiken ging es natürlich nach einer Weile schon auch, habe ich dann schon auch gemerkt, aber dass es auch wirklich um diese Aufgabe geht, das jetzt zu lernen und das gut zu machen und so, und das fand ich beeindruckend. Also Schulklasse. Was habe ich zu sagen? Ich hatte ja auch eine spezielle Mannschaft mit der Blindenmannschaft. Und ich habe viel Fußball gespielt, früher auch leistungsorientiert, aber neu, also das war trotzdem total neu. Das war für uns auch neu. Also genau dieses. Und genau, ja. Also ist ein ganz brutaler Sport auch. Es gibt immer einen Krankenwagen in der Nähe. Aber weil einfach viel Unfälle dann oder Verletzungen passieren, okay. Man rennt halt sehr schnell ineinander. Und dann kann man schon mal. Aber ich hatte ganz großen Respekt vor den Leuten, weil ich hatte auch einmal aufgezogen und ich kann nicht mal, kann man ja mal probieren, aber das ist ganz, ganz schwer, den Ball überhaupt nur zu spielen oder überhaupt nur am Fuß zu halten. Enormes Können gefragt. Ich wollte gerade sagen, mir ist aufgefallen, bei deinem Team sozusagen, die haben ein Wahnsinnsballgefühl, also wie die den Ball führen können, das hat mich echt, wow, da war ich echt fasziniert, wie toll die das machen, auch wenn es schwierig ist, das Spiel. Ja. Wie war bei dir der Zugang? Also ich habe nie Fußball gespielt, aber genau, also ich habe einfach jetzt nicht so besonderen Zugang zu Fußball. Ich habe nur immer WM, EM geguckt. Meine Mama ist Brasilianerin und dann bin ich halb Deutsche und dann auch ein bisschen Italienisch noch dabei. Also drei Fußballnationen, da kommt man nicht drumherum, da auch mal mitzujubeln vor dem Fernseher. Okay. Und und ich hatte die Mannschaft von Maccabi und ich komme da schnell rein. Also ich kann da auch wie alle anderen am Spielfeld stehen, gucken und brüllen und ich finde das, man ist schnell am Start irgendwie und das macht ziemlich Spaß. Mhm. Also Philipp Lahm hat auf der Berlinale bei dieser Pressekonferenz was Schönes gesagt. Fußball ist eine schöne Sache, weil es verbindet die Menschen und es überbrückt sozusagen alle Hürden, die man sich nur vorstellen kann, kulturell oder welcher Art auch immer. Und das stimmt tatsächlich, weil man vergisst während des Spiels eigentlich alles, denkt dann gar nichts nach, finde ich. Und die Frage nochmal, Fußball und Film, es gibt ja doch einige Gemeinsamkeiten und er hat ja gesagt, das ist... dass es ein Team braucht, dass es spannend ist, einen Höhepunkt hat oft und idealerweise ein Happy End. Oder wie seht ihr das jetzt, wo ihr die Filme gemacht habt?
Film und Fußball, die Verbindung oder vielleicht auch die Unterschiede? Könnt ihr da was dazu sagen? Also muss jetzt hier nicht jeder. Wer möchte dazu was sagen, sagen wir es mal so genau. Ich glaube, es ist insofern vielleicht ähnlich, als dass man zusammenkommt und erstmal was schaffen muss und vielleicht sich nicht immer unbedingt perfekt kennt. Manchmal schon, weil man öfter miteinander zusammengearbeitet hat. Aber es treten einfach immer Situationen auch beim Filmemachen auf, die unvorhergesehen sind, vor allem beim Dokumentarfilmemachen. Und manchmal wird man auch zusammengewürfelt und ja, jeder versucht es so zu wuppen. Man muss irgendwie miteinander klarkommen. Und einfach versuchen, ein Team zu sein, auch wenn es nicht so einfach immer ist. Und ich glaube, es ist erstmal ein Raum auch für uns gewesen, auch durch das Projekt, uns zu begegnen. Also auch also im Team zusammenzuarbeiten, aber auch mit Leuten, die wir auch noch nicht kennen, was ja sehr oft im Dokumentarfilm so ist, dass man sich da erst einspielen muss. Meinst du jetzt das Filmteam an sich oder dann das Team mit dem Team? Beides. Okay. Genau, also die Leute, die vor der Kamera sind, aber die Leute, die auch im Filmteam zusammenarbeiten. Genau. Ich hätte noch ganz kurz, Emre, eine Nachfrage, weil ich glaube, was vielleicht noch nicht ganz klar ist, weil ihr vorhin gesagt habt, euch wurden die Mannschaften quasi zugelost. Das ist richtig, oder? Das war dann eine Vorgabe einfach von der Projektleitung? Oder die Frage wäre, wie habt ihr die Mannschaft gefunden? Wie habt ihr die recherchiert? Also weil wir waren ja aus ganz Deutschland und das wäre vielleicht ganz spannend zu erfahren, wie und vielleicht auch zu den einzelnen Themen, wie ihr zu den einzelnen Themen gefunden habt, die Fokusthemen sozusagen jedes einzelnen Films, die waren ja sehr unterschiedlich. Also vielleicht kurz, um nochmal den Rahmen von diesem Film irgendwie zu erklären. Der Film ist ja entstanden als Koproduktion zwischen der Berlinale und der HFF und das war eben im Rahmen der EM, deshalb war die Philipp-Lahm-Stiftung noch dabei und die haben im Endeffekt zusammen das Konzept entwickelt und was dann war, dass 22 Filmstudierende in Zweierteams 11 Filme machen, die als Omnibusfilm hier und auf der Berlinale präsentiert werden, über 11 Amateur-Jugendfußballvereine in Deutschland. Genau, und da gab es dann ein paar Teams aus München zufällig, aber eben auch ganz deutschlandweit, also von Chemnitz bis nach Hamburg, Berlin, München, Ingolstadt, alles war irgendwie dabei und genau, und dann standen diese Zweierteams irgendwie fest, also wir konnten uns bewerben auf das Seminar, teilweise in festen Teams, teilweise noch nicht feste Teams, also ich war zum Beispiel noch nicht in einem festen Team, Hanna und ich haben uns erst dort dann gefunden und dann haben wir die Vereine zugeteilt bekommen, wie genau das jetzt passiert ist, kann ich gar nicht sagen, weil wir dann einfach, uns die einfach zugeteilt wurden und dann gab es Recherchetage, und dann Drehtage, weil natürlich für manche Teams die Reise etwas weiter war. Okay. Genau. So. Super, danke dir, weil das war, genau, glaube ich. Ja, genau, also wir würden jetzt gerne mal das Publikum einbeziehen. Da ist eine Kollegin von uns mit einem Mikro, die würde kommen, damit wir auch die Frage hier verstehen. Das wäre super. Okay. Ja, okay, also zuallererst mal die Frage nochmal, das würde ich ganz gerne nochmal erneuern. Kannst du nochmal zufällig was sagen zu wie seid ihr wirklich auf die Vereine gekommen, zu dieser Recherche? Ja. Also Camille und Felix haben eine Produktionsfirma Benedetta Films und wir haben uns sozusagen über diese beiden mit einem Motivationsschreiben beworben und auch mit den Vorlieben, also so, was hat man denn für einen Zugang? Also man konnte jetzt nicht nur schreiben, ich heiße so und ich will mitmachen. Und zum Beispiel, ich habe eben vorher schon Dokumentarfilme, also über Inklusion gedreht, kurze Dokumentarfilme und deshalb denke ich, haben sie dann die Blindenfußballmannschaft mir zugeteilt. Okay, also das war und dann ich denke, so war das, je nachdem, wie es irgendwie gepasst hat, haben sie dann gedacht, okay, das Team passt zu der Mannschaft und so weiter. Gibt es noch eine ergänzende Frage dazu? Ja, Moment. Nochmal, ich glaube, ich muss es nochmal genauer erklären. Okay, die Teams haben wir nicht ausgewählt, sondern die beiden. Woher kamen die Philipp-Lahm-Stiftung, oder? Also die Philipp-Lahm-Stiftung hat Kontakt zu verschiedenen Fußballvereinen, die irgendwie aufgefallen sind durch irgendwelche Sachen. Also zum Beispiel die SV Weinberg, die haben so umweltbewusste Sachen gemacht mit dieser Stiftung und so. Also die Philipp-Lahm-Stiftung hat ausgewählt, welche Vereine da fokussiert werden.
wenn ich sagen darf, es gibt da sozusagen einen Spezialisten, den Herrn Frohwein von der Philipp-Lahm-Stiftung, den ich auch kennengelernt habe am Samstag, beim ersten Screening. Der ist Fußballsoziologe und der hat damit recherchiert und Vorschläge gemacht sozusagen. Genau. Aber die Frage war ja nochmal, interessante, spannende Frage war ja auch nochmal, nicht nur, wie man zu den Vereinen kommt, sondern zu den Themen. Du hast jetzt schon angesprochen, wie du zu deinem Thema gekommen bist, Inklusion. Wie ist es bei den anderen? Habt ihr selber euch was überlegt, auch nochmal? Oder wie war das? Also ich kann zu unserem Film vielleicht was sagen. Also der FFC Wacker ist eben ein Verein, der Richtung Leistung geht. Mhm. Und deswegen dachten wir zuerst, dass das vielleicht so der Fokus wird. Weil das auch ein ziemlich großes Thema ist. Also ich glaube, man kann da auch viel mehr noch oder viel mehr in die Tiefe gehen. Aber als wir dann eben die Spielerinnen kennengelernt haben und da öfter beim Training zugeschaut haben, fanden wir eigentlich eben interessanter, dass die so, also warum sie da dranbleiben oder wenn sie Freude daran haben, warum sie Freude daran haben und was so ihre Träume sind. Und genau deswegen haben wir uns das so als Thema ausgesucht. Und ich glaube auch dadurch, dass es eben, man weiß so, okay, es sind 11 Kurzfilme, die müssen ziemlich kurz sein, man hat nur einen kurzen Produktionsrahmen, hat man sich dann eben so ein Thema auch gesucht und sich darauf fokussiert. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Sonst frage ich weiter. Nochmal, bitte, genau. Das Mikro kommt. Also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Frage ist. Ja. Ich fand tatsächlich ganz erstaunlich an diesem Omnibus an Filmen, und darüber seid ihr euch offensichtlich gar nicht bewusst, dass es nämlich auch eine tolle Antwort eigentlich ist auf eine Frage, die bei uns immer drängender wird, nämlich wer sind wir? Also wenn wir wissen wollen, ja, welche Religionen haben wir, welche Sprachen sprechen wir noch außer Deutsch, welche Hauttönungen haben wir, welche Nationen, welche Einschränkungen und wie gleichen wir sie aus, dann macht es das erlebbar quasi, die Antwort. Ich finde auch, also dass diese Form des Omnibus-Films sehr schön, was andere Filme, die einfach ein Film sind mit geschlossenem Rahmen irgendwie, die das nicht so gut porträtieren wie eben so ein Omnibus-Film, der eben diese Diversität schon in seiner Form hat. Und das fand ich auch bei diesem Projekt eben so toll. Apropos Diversität, vielleicht können wir auch mal kurz über die Gestaltung sprechen. Denn jeder Film hat ja so einen eigenen gestalterischen Stil. Also von der Inszenierung her, da fliegt mal irgendwie der Spieler in Zeitlupe durch oder Spielerin durchs Bild. Bei dem anderen ist es irgendwie irgendein anderer Effekt. Und dann ist es eine andere Farbgestaltung teilweise. Also es ist ganz unterschiedlich auch gemacht. Hattet ihr das so von vornherein so im Kopf? Oder wie habt ihr euch da entschieden? Gab es Vorgaben dazu? Jetzt von stimmt, gab es Vorgaben dazu? Das wäre auch mal spannend, das Gestalterische zu besprechen. Also ich glaube, jedes Duo hatte so ein Konzept von Anfang an, was eben auch mit Camille und Felix besprochen wurde und weiterentwickelt wurde und so. Und was ich besonders an dem Film finde, ist, dass wir eben untereinander eigentlich nicht wussten wirklich, was die anderen machen. Und ich glaube, dadurch kam auch so eine gewisse Zufälligkeit, die, wenn wir uns so untereinander abgesprochen hätten, wahrscheinlich nicht so entstanden wäre. Also wahrscheinlich wäre es so in sich konzeptiger geworden, aber dadurch, dass es wirklich so sehr, auch, also ich nehme mal an, das war sehr bewusst so angeleitet, gab es eben so eine große Bandbreite auch. Also mir ist nur aufgefallen, ihr habt ja irgendwie auf wahrscheinlich 16 mm gedreht auch, ne? War das dann für alle gleich oder habt ihr euch da jeweils unterschiedlich auch entschieden, welches, wie ihr dreht? Also es gab, ich weiß leider gar nicht, wie viele Teams, aber es gab eben eine bestimmte Anzahl an Teams, die auf 16 mm drehen konnten und die anderen haben digital gedreht und das konnte man sich auch, also man konnte halt Präferenz angeben. Ich habe das erste Mal Kamera gemacht und wir haben auf dem iPhone gedreht tatsächlich, also ist wirklich alles dabei. Okay, ja, schön. Das sieht man ja auch dann quasi. Wollt ihr noch was dazu sagen? In jeder Hinsicht. Sonst gibt das Mikro noch mal weiter. Vielleicht wollt ihr noch was ergänzen. ich habe noch diese Slow-Mo-Aufnahmen gemacht.
Und dieses, also ich hatte das von Anfang an im Kopf, dass ich das gerne machen würde. Und wie der Zufall es wollte, war auf dem Gelände ein Trampolin schon fest verbaut. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt auf jeden Fall dann mit den Jungs. Ja, hat geregnet und so, aber genau, dann durfte jeder mal 10 Minuten springen. Genau. Ja, es sind super Aufnahmen geworden. Ja, wir hatten Zeitdruck. Aber vielleicht apropos, wie kamt ihr dann oder kamst du dann zu der Geschichte, also mit dieser Hochzeit, gell, war das doch in dem Film? Die Hochzeitsgeschichte plus der Job, die Bewerbung, auch wie witzig. Ja, das hat sich ein bisschen zufällig ergeben, weil ich hatte zuerst ein anderes Konzept und dann hat sich das irgendwie alles nicht so ergeben. Und dann mussten wir sehr spontan sein. Auch die Jungs waren mal zuverlässiger, mal unzuverlässiger. Es gab auf jeden Fall Wichtigeres, als mit uns sich zu treffen und diesen Film zu drehen. Das war auf jeden Fall so. Und ja, und dann haben wir einfach gesagt, wir machen bestimmte Sachen aus und vom Joel wusste ich, er hat eine Freundin und ich so, ja, können wir da mal irgendwas machen bei euch zu Hause oder so. Dann haben sie selber vorgeschlagen, dass sie backen und dann kam das auf. Und dann, also manchmal, Das ist der Zufall, der dann einfach voll eine super Geschichte bringt. Und auch mit dem Telefonat, also das war halt total das Glück und so, dass das so lustig war, aber es kam nicht von uns, sondern von denen. Ja, schön. Sehr schön, das ist eben das Dokumentarische, das Schöne daran. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, da. Ja, meldet sich jemand. Wegen musikalischer Gestaltung, war das auch jedem Team selbst irgendwie überlassen? Weil das ist schon sehr stimmig. Also, oder entstand das danach oder gab es vorher Vorgabe? Also das war auch jedem selber überlassen. Wie gesagt, es war alles sehr explizit. Wir sollten ganz viel uns Freiraum nehmen und den hatten wir auch. Aber es hat sich dann so entwickelt, dass ein Komponist, der Hans Könnecke, bei mehreren Filmen mitgewirkt hat und dann letztendlich auch den Prolog und den Abspann gemacht hat. Vielleicht wirkt das dann sehr aufgehoben dadurch, dass das aus einer Hand kommt. Ja, gibt so einen Rahmen, ne? Das ist ganz gut. Schlechte Nachrichten. Eieieiei. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist jetzt kein schöner Abschluss. Da müssen wir jetzt noch einen anderen Abschluss finden. Um mit Philipp Lahms zu sagen, das ist kein Happy End für uns, für die Bayern-Fans, für die anderen schon. Aber bleiben wir beim Thema. Gibt es noch eine Frage? Das wäre jetzt die Gelegenheit. Ich weiß, es ist spät, aber wahrscheinlich nein. Marin, wie sieht's aus? Ja, dann können wir auch schließen. Welche Frage? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ja, wollt ihr noch was erzählen? Irgendwas Spannendes? Wie geht es denn weiter mit dem Film? Wisst ihr das? Ist das irgendwie, hat der noch andere Vorführungen? Also jetzt außerhalb vom Dogfest. Aber sag gerne, wenn du was anderes erzählen willst, bitte. Ganz da hinten in der letzten Reihe sitzt noch jemand, dem wollte ich nochmal Danke sagen. Der hat den Film nochmal zusammengeschnitten, diesen ganzen Omnibus-Film überhaupt erst zusammengebracht. Ah, okay. Sollte eigentlich auch hier oben stehen, aber der kann dann kommt doch nochmal nach vorne. Bitte. Das wussten wir nicht. Unbedingt. Der Mikita, genau. Also den Schnitt. Den großen Gesamtschnitt. Das ist vielleicht auch noch interessant dazu zu hören, wir sind alle sozusagen einzelne Episoden. Und Mikita und Benedetta Film haben daraus dann diesen Film gemacht, auch wie die Episoden liegen und diesen Trailer, der davor ist, die Musik, das ist ja eine ganze Konfektionierung, die drumherum steht. Und das muss alles technisch aufbereitet werden und so weiter. Und genau, deshalb vielen, vielen Dank nochmal auch an dich. Absolut wichtig. Ja, sehr schön. Schön, dass du mit auf der Bühne bist. Wie war für dich die Erfahrung bei diesem Projekt? Weil es ist ja doch ein ganz spezielles Projekt, also eben nicht eine Story, sozusagen sondern so viele Leute, die irgendwie ganz verschiedenen einzelnen Episoden gearbeitet haben und du hast alles zusammengeführt im Schnitt. War schön, unterschiedliche Sachen zu sehen und Kontraste zu sehen. War ein bisschen chaotisch dann, weil man ständig umgestellt hat und sie dann auf den letzten Drücker noch alles umgestellt haben, aber am Ende war auch gut. Es ist rund geworden. Waren alle zufrieden, auch mit der Reihenfolge und so, oder wie war das zum Beispiel? Das muss ich euch fragen. Oder war das gar nicht so wichtig? Also ich fand die Reihenfolge gut. Ja. Okay, super. Marin, hast du noch eine Frage?
Nö, ich glaube. Also aus dem Publikum, jetzt wäre nochmal die Gelegenheit. Ja, da haben wir noch eine Frage. Super, wunderbar. Sehr schön. Letzte Runde. Ich wiederhole nur nochmal deine Frage. Wie geht's weiter mit dem Film? Ja, genau. Weil, genau, das hatte ich gerade noch. Wird der noch öfter vorgeführt? Und Kino, genau, Fernsehen, Streaming, wo kann man den einladen? Also der ist jetzt gerade erstmal auf Tour, jeweils an die Orte, wo die Vereine sind. Mhm. Genau, bis er überall mal war, wo die Vereine das dann ihren Freunden und so zeigen können. Die Vereine waren ja alle in Berlin, aber für deren Umfeld und irgendwie. Mhm. Gibt es da jetzt eine Kinotour und ja, mehr weiß ich nicht. Wenn Deutschland die EM gewinnt, dann kommt er auch ins Kino. Dann drücken wir die Daumen. Ah, ja. Ah, Film. Ja, der läuft auf der Fernmeile, aber ich check das nicht, wie irgendwie 105 Minuten hier in auf München? Der Fernmeile läuft. In Berlin, ne? In Berlin. Ach, in Berlin, ja, also, wow. Ja. Vielleicht so auf der Seite, aber ich check, also. Ich glaube nicht parallel zu einem Spiel wahrscheinlich, aber vielleicht einfach, ja. Genau. Weil es gibt ja ein großes Kulturprogramm zur EM eben auch zusammengestellt und wahrscheinlich dann in dem Rahmen zu einem anderen Zeitpunkt als die Spiele natürlich. Gehe ich mal von aus. Ich kann ansonsten nur sagen, ganz vielen Dank für diesen wirklich tollen Film. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen und es ist immer wieder interessant, weil man immer wieder neue Dinge entdeckt. Und ich muss sagen, auf der großen Leinwand, der wirkt dann natürlich viel, viel besser als wie auf einem kleinen Computerbildschirm, das stimmt, wenn man den sichtet am Bildschirm halt. Also von daher vielen Dank für diesen Film und vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für diese wirklich auch sehr spannenden Insights. Und dann hoffen wir mal, dass bei der EM besser ausgeht wie heute Abend für die Bayern und dass wir viel Spaß haben während der EM und ja, genau, insofern. Ja, genau. Ich wollte noch ein paar Infos mitgeben und zwar gibt es noch eine weitere Vorführung des Films am Samstag, den 11.05. um 16 Uhr im Neuen Maxim. Also wenn ihr weiterempfehlen würdet, würden wir uns sehr freuen. Und neben den Vorführungen vor Ort gibt es eben auch die digitale Leinwand und die hat ja schon gestartet und geht noch bis zum 20. Mai. Also da könnt ihr auch einen Großteil der Festivalfilme noch sehen. Und jetzt nochmal ganz am Ende der Aufruf für den Publikumspreis. Jetzt ist leider unsere Kiste überhaupt nicht da. Unsere Box ist draußen, aber ihr könnt bitte oder Sie können gerne abstimmen. Einfach nochmal vorne an der Box die Karte reinlassen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und hat Spaß gemacht. Und genau, schönen Abend noch an alle. Gute Heimreise. Applaus